Ja, guten Morgen und herzlich willkommen hier zurück bei Truckaholic Germany, die Fernfahrer-Doku, mittlerweile Teil 4. Es ist Montagmorgen, 3.30 Uhr. Ach, wie will ich sagen, viel zu Montag, viel zu früh. Ich bin gerade an meinem LKW angekommen, habe den eingeräumt, mache jetzt meine Abfahrtskontrolle, so wie sich das gehört. Sonst meckern die deutschen Aufsichtsbehörden. aber alles gut. Hat sich seit Freitag nicht viel verändert hier. Lichter gehen, Reifen sind voll, Türen sind zu. Alles bestens. Ja, ich habe eine Zweitagestour, maximal Dreitagestour, aber eigentlich werde ich morgen Abend wieder hier sein. Ein bisschen Karlsruhe, Kaiserslautern, Iffesheim, Kehl, Mannheim, Weinheim. Beleuchtung geht auch, ganz wichtig. ja. Ich werde jetzt erstmal losstarten Richtung Kaiserslautern. Wir sehen uns später nochmal. Bye bye. Leute, willkommen zurück. Da bin ich wieder. Etwas fitter wie heute Morgen, aber auch schon wieder fast müde. Ich bin durch mit meiner Tour für heute. Ich habe mein Tagespensum, also mein gestecktes Ziel, geschafft. Ich bin gefahren heute Kaiserslautern, zweimal Karlsruhe, Iffesheim und Kehl. Kehl. Von da aus bin ich ja noch mal ein Stück zurückgefahren, jetzt bis hier Bruchsal. Da stehe ich auf dem Autohof. Ich warte jetzt eigentlich auf den Parkplatzwächter, aber der ist in eine andere Richtung gegangen, damit er mich hier abkassieren kommt. Wir müssen ja zahlen fürs Parken, ne? Aber dafür, hier ist das Ganze in Ordnung. Ich habe hier schon ein paar Mal gestanden. Hier zahlst du 10 Euro fürs Parken. Dann kannst du aber komplett auch im Restaurant verfressen, das Ding. Ja, hat heute alles wunderbar geklappt. Ich habe 5 Kunden auf 637 Kilometer gemacht. In 9 Stunden Lenkzeit. Das ist sehr gut. Allerdings hat es für meinen Geschmack ein bisschen zu gut funktioniert heute Morgen.
Ich bin nämlich die A1 runtergefahren, da ich ja nach Kaiserslautern müsste. Ist das von uns aus besser, da unten die A1 zu fahren, A3? Ja, und wer da unten das kennt, der weiß, da unten ist diese allseits beliebte Leverkusener Brücke, die schon seit Jahren für LKWs gesperrt ist. Und auch die nächsten Jahre noch gesperrt bleibt. Aber es ist nun mal so, dass da 6 Kilometer vorher eine Baustelle eingerichtet haben, die halt für LKWs auf 60 reduziert ist. Ja, ich fahre diese Strecke recht oft und ich weiß auch, dass da 60 ist und ich weiß auch, dass da ein Blitzer steht. Heute Morgen habe ich ihn irgendwie ignoriert. Also ich wurde auch gewarnt hier von meinem Navi, das hat mich angeschrien, Radarkamera und ich weiß, ist eigentlich nicht erlaubt, aber mein Navi macht das halt einfach. Was soll ich da tun? Soll ich ihm sagen, soll er mir nicht mehr sagen? ja, das hat sich wohl auch gemeldet, aber es ist irgendwie an mir vorbeigezogen und es war wirklich kein Auto vor mir, kein Auto hinter mir, kein Auto neben mir. Es war vollkommen leer da. Es war so dunkel und auf einmal wurde es ganz schnell, ganz fix, ganz hell. Da war das Foto gemacht. Ich habe auf mein Tacho geguckt beim Blitzen oder ich, halt kurz danach, nachdem ich es dann gemerkt habe. Und da stand auf meinem Tacho 78. Das heißt, ich war 18 km zu schnell, 3 km Toleranz, sind 15 km zu schnell. Es hat jetzt geregnet wie die Sau heute Morgen. Vielleicht ist das Foto ja nichts geworden. Aber so ein Glück habe ich nicht. Naja, ist nicht so schlimm, das kann passieren. Dafür sind wir auch viel unterwegs. Da blitzt es mal. Das war jetzt dieses Jahr das erste Mal, dass es geblitzt hat. Letztes Jahr glaube ich nicht einmal. Eigentlich halte ich mich immer an Geschwindigkeiten. Eigentlich halte ich mich auch da immer an die Geschwindigkeit, aber es hat ja nun mal nicht funktioniert. Ja, wie gesagt, ich habe Feierabend. 8 Stunden 53 Minuten, Punktlandung halt, ne? Und ich werde jetzt mal ein Happen essen gehen da drin und mal duschen gehen und dann werde ich mich mal hinhauen. Ich muss nämlich ein bisschen Schlaf für heute Nacht nachholen. Weil, wie man das so kennt, wenn man sich zwingt, am Sonntag um 8 Uhr ins Bett zu gehen, damit man wenigstens 6 Stunden Schlaf zusammenkriegt, funktioniert das einfach nicht. Jetzt lebe ich auch mit dem Irrglaube, ich könnte mit Fernseher besser schlafen, was, glaube ich, überhaupt nicht wahr ist, weil da lief gestern noch ein Film, den habe ich dann so nebenbei immer wieder geguckt und dann konnte ich halt nicht einpennen und dann war es dann auch schon 11 oder halb 12, als ich dann endlich mal eingeschlafen bin und um 2 Uhr klingelte der Wecker, so wieder aufstehen. Damit ich dann heute Morgen auch pünktlich genug losfahren konnte. Ja, und jetzt holen wir dann gleich mal den Schlaf so ein bisschen nach von heute Nacht. Obwohl das eigentlich auch ein Irrglaube ist, das funktioniert nämlich auch nicht. Aber was werden wir ohne Hoffnung? Ja, ich melde mich morgen wieder, wenn es weitergeht. Morgen früh noch Mannheim und Weinheim und dann zurück nach Dortmund. Die Kacke abladen und irgendwas Neues laden. Und dann entweder morgen oder Mittwoch geht es dann weiter. Auf neue Tour. Ich bin mal gespannt, ihr dürft es auch sein. Wir sehen uns wieder. Bye bye.
Wir haben mittlerweile Mittwoch. Das war die nächtliche Fahrt oder die frühmorgendliche Fahrt in den Norden. Da bin ich auch schon. Ich habe auch schon meine ersten beiden Kunden in Bremen weg. Bin jetzt auf dem Weg nach Oldenburg, da haben wir ein paar Reifen tauschen. Und da war heute auch Wittmund und Schneebadingen. Obwohl Schneebadingen, ich nicht weiß, ob ich das heute noch schaffe oder morgen erst. Ah, das wird sich später ausstellen. Das ist auch nicht so wild, wenn das jetzt mal früh passiert. Ja, ihr müsst entschuldigen, ich bin erkältet so ein bisschen. Es ist auch heute Morgen mit mir wach geworden, die Erkältung. Gestern Abend war noch alles gut. Heute Morgen bin ich mit Schnupfen wach geworden. Das liegt daran, wenn man seinen LKW schön von innen auf 16, 18 Grad mit der Klimaanlage runterkühlt und dann draußen bei 30, 32 Grad wie und innen lädt und dann das Geschwitzte in die kühle Bude wieder einsteigt. Tja, jetzt habe ich ja die Rüsselseuche am Arsch. Aber ich denke mal, ich werde es knapp überleben. Aber nur ganz knapp. ja, heute regnet es natürlich auch den ganzen Morgen schon. Das wird auch den ganzen Tag so bleiben, denke ich mal. Spitzensommer. ja, das Arsch haben wir auch schon geholt. Passt natürlich spitzenmäßig zu meinem Schnupfen. Aber naja. Ja, an den Regen bin ich natürlich nicht schuld, weil ich gestern, waschen war und immer wenn ich waschen gehe, oder waschen fahre, ich bin ja waschen gefahren, regnet es. Eigentlich ist es so, ich fahre bei Sonnenschein in die Waschanlage rein und komme auf der anderen Seite bei Regen wieder raus. Das ist fast immer so, aber diesmal war der liebe Gott gnädig zu mir und hat mir einen halben Tag Sonnenschein geschenkt, so konnte ich einen halben Tag die Fahrt in meinem sauberen LKW genießen. Aber ist eh nicht schlimm, ich musste mich gestern beim frisch gewaschenen Auflieger auf dem Platz stehen lassen, weil mein Arbeitskollege in der Zeit, wo ich da unterwegs war, den Auflieger hier für mich vorgeladen hat und den jetzt abladen und mal neu laden, das wäre Quatsch. Da ist das Umsattel wesentlich einfacher. Ja, Nachteil allerdings daran ist, das ist ein Nahverkehr-Auflieger. Der wird hauptsächlich für den Nahverkehr benutzt und im Nahverkehr haben die Jungs nicht immer so die Zeit, den LKW zu waschen oder die Chance, den LKW zu waschen, weil bei uns da in Dortmund ist zwar eine Waschanlage gegenüber meinem Nachbarn, aber der macht um 16 Uhr seine Schotten dicht und unser Nahverkehr fährt so zwischen 7 und 18 Uhr, also das heißt, die starten morgens so gegen 7 und sind nachmittags so zwischen 5 und 6 Uhr wieder da. Da ist natürlich da drüben schon zu und dann ist aber die Chance sehr gering, die Auflieger zu waschen. Außerdem ist bei uns im Ruhrgebiet auch recht mau mit LKW-Waschanlagen. Also machen das eigentlich meistens wir im Fernverkehr. Wenn wir die hinter uns herziehen, dann fahren wir auch ordentliche Waschanlage, damit die mal wieder sauber sind. Die haben wir natürlich nicht sauber, aber durch den Regen passt sich das hier alles gerade ganz gut an. Der grobe Schmutz ist durch den Starkregen abgewaschen worden und durch den Regen ist dann der Dreck von der Autobahn auf meine Zugmaschine wieder aufgetragen worden. Also haben wir gleich ein schön einheitliches Bild. Dann passt das nämlich wieder. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg nach Oldenburg. Ich muss mir noch mal ein Frühstück reinigen. Lecker Geflügelrolle. Ich hab's nötig. Wir sehen uns später wieder. Bye bye. Bis ja, Donnerstagmorgen. Ich bin bei meinem letzten Kunden. Da habe ich gestern Abend nicht mehr geschafft, weil ich in Bremen Stau stand. Und ja, ich habe den gestern Abend angerufen, gefragt, wann er denn heute hier ist. Er hat gesagt 8 Uhr. Wir haben jetzt 2 Minuten vor 8. Noch niemand hier, noch alles leise. Das ist aber eine geile Ladestelle hier. Ist ja ein Bauernhof hier. Mit so einer Halle daran. Das ist der Reifenhändler. Aber auch schön. Ja. Ja, wie ihr seht, alles nur Reifen drauf. Hier, zeigen. Ja, da ist noch so ein bisschen Platz. Da kommen jetzt die drei dicken Reifen hin. Da kommen die drei dicken Reifen jetzt hin und dann geht es mit Schwung zurück nach Dortmund. Dann morgen noch und das Wochenende mal ein bisschen zum Auskurieren nutzen.
Weil gestern hat die Erkältung mir doch schon zu schaffen gemacht. Wir sind noch zweimal nass geworden, scheiß Regenwetter. Ich bin dann gestern Abend um, dann war es 5 Uhr auf dem Rastplatz gefahren und wollte mich da eigentlich nur ein Stündchen hinlegen. Aus dem Stündchen sind dann wieder 10 geworden. Heute Morgen um 5 Uhr wach geworden. Ja, hatte ich Zeit in Ruhe zu frühstücken, Kaffee zu trinken. Ja, jetzt stehe ich hier und warte auf meinen Kunden, damit er kommt und mich belädt. Wir gucken mal, wann er kommt. Ich melde mich später wieder. Es ist endlich Freitag, kurz vor dem Wochenende. Ich zähle die letzten Stunden bis dahin. Dürfte nicht mehr lange sein. Wir haben schon mittags 1 Uhr jetzt. Ich brauche das Wochenende auch, was jetzt kommt. Ich fühle mich nämlich so ein bisschen wie vom Bus überfahren. Man könnte auch meinen, ich hätte mir gestern einen gesoffen. Habe ich aber nicht. Mein Schnupfen hat sich zu einer ausgereiften Erkältung gewandelt, die mir heute auch ein bisschen zu schaffen macht. Aber ich habe vorgesorgt, zu Hause steht Weg Medien halt. Da werde ich mir nachher was mit Pittchen von rein tun, wenn ich nach Hause komme und mich in mein Bett legen. Und ich denke mal, dass der Rest des Wochenendes auch so aussehen wird. Weg Medien halt, ab ins Bett. Und viel mehr wird da nicht mehr passieren. Ich werde nachher das Video noch schneiden und morgen hochladen. Vielleicht auch heute noch, mal gucken, wie ich es von der Zeit her schaffe. Ja, viel war heute auch nicht. War ganz entspannt. Ich bin heute ein bisschen Sammelverkehr gefahren. Ich war in Iserlohn und Hagen, also bei uns über Ecken. Bin jetzt auch schon ganz kurz vor dem Platz wieder. Ich brauche noch einmal abbiegen, dann bin ich da. Ich habe vorgeladen für nächste Woche schon. Ich habe bis jetzt Frankfurt drauf. Auf dem Platz kriege ich noch so ein bisschen Würzburg dazu. Und ich denke mal so ein, zwei Kleinigkeiten.
Also geht es Montag nach Frankfurt und Würzburg. Ja, das soll es dann auch schon fast gewesen sein. Es gibt noch was Neues, und zwar Truckaholic Germany gibt es jetzt auch bei Facebook. Ich habe vorgestern eine Gruppe eingerichtet. Also Leute, Facebook öffnen, oben die Suche Truckaholic Germany eingeben und da findet ihr mich. Anfrage senden und ihr werdet angenommen. Ja, was gibt's noch? Gleich machen wir noch ein bisschen Frage-Antwort. Ich habe in den Kommentaren in den letzten Tagen jede Menge Fragen gekriegt, die ich euch ganz gerne beantworten möchte. Und dieses Frage-Antwort-Spiel, das machen wir in Zukunft so, dass ich alle 14 Tage in der Woche, also so mittwochs oder donnerstags, je nachdem, ich zu Hause bin, eine Sondersendung immer machen werde, um eure Fragen zu beantworten. Und Telefon, ja. Fertig für heute, würde ich sagen. Auto ist geladen und geparkt, wie ihr gerade gesehen habt. Wir haben noch verladen Hockenheim, Mannheim und Würzburg. Also am Montag ab in den Süden. Ja, Frage und Antwort mache ich nachher von zu Hause aus. Ich habe nämlich das vorbereitet. Ich habe die Fragen mir alle rausgesucht und abkopiert. Habe allerdings mein Tablet zu Hause liegen lassen, weil es heute Morgen etwas eilig war. Ich musste um 8 Uhr anfangen und bin um 8 Uhr wach geworden. naja, war ich halt morgen hier auf der Arbeit. Deswegen sehe ich auch ein bisschen abgekämpft aus. Ich habe heute Morgen nicht mal Zeit gehabt, mich frisch zu machen, nur mal eben Wasser ins Gesicht und ab zur Arbeit. Ich werde mich auskurieren jetzt am Wochenende, damit ich Montag auch wieder fit bin. Und wie gesagt, Frage, Antwort nachher von zu Hause noch. Da sehen wir uns nochmal wieder. Bis gleich. Ja, hallo, willkommen zurück hier bei mir zu Hause jetzt. Wie angekündigt, Fragen und Antworten von zu Hause aus, weil ich konnte ich auf der Arbeit nicht machen. Ich hatte mein Tablet ja nicht mit und da habe ich mir die Fragen alle rausgesucht und abkopiert, damit das einfacher ist zu lesen, weil sonst dann durchscrollen und so, dann wird die letzte Szene hier, ich weiß nicht wie lange dauern. Wir haben Sonntag mittlerweile schon, Freitag ging nicht mehr, die Erkältung habe ich da hingerafft, als ich Freitagabends nach Hause kam, keine Stimme mehr, nur noch verschnupft und ja, habe ich mich erstmal auskuriert, damit ich auch wieder fit bin. Ich muss nämlich nachher schon wieder arbeiten. Mein Kater genießt den Sonntag auch. Der pennt schon den ganzen Tag da oben. Ihr seht, er bewegt sich so langsam, aber er lebt noch. Bei dem weiß man das immer nicht so genau. Immer sehr tief entspannt, der Kerl. Dank Vitmininhalt geht es mir jetzt besser. Kopfschmerzen sind weg. Ich bin nur noch ein bisschen verschnupft und ein bisschen husten, aber das dürfte morgen früh weg sein. Übrigens habe ich so auch Vitmininhalt gesagt. Eigentlich können Sie sich Vitmininhalt bei mir melden und ein paar Werbekosten rüberfließen lassen. Aber man darf ja noch träumen. Ne? Wir fangen mal an mit den Fragen. Und zwar fangen wir an mit Adrian Schürer. Er fragt mich, findest du den Actros nicht eine Nummer zu klein für den Fernverkehr? Ansonsten Top-Videos. Erstmal danke für dein Lob. Und ja, wie ihr gesehen habt, fahre ich einen Actros LS. Das heißt, es ist nur 2,30 Meter breit, keine 2,50 Meter. Ich habe auch einen kleinen Motortunnel, aber nur den ganz kleinen Motortunnel. Das heißt, ich kann nur noch gerade aufrecht stehen. Ich bin 1,88 Meter, die Innenstehhöhe ist 1,93 Meter. Ich darf jetzt nicht groß strecken oder so, aber ich kann noch stehen. Das ist für mich in Ordnung. Ich habe auch über meiner Windschutzscheibe noch diese drei Schränke. Und das reicht für mich aus. Ich bin, wie gesagt, vom Montags. Guck mal, er wird wach. Ich bin vom Montags bis Mittwochs unterwegs und dann wieder von Donnerstags bis Freitags meistens. Kommt eher selten vor, dass ich die ganze Woche unterwegs bin. Würde ich jetzt die ganze Woche durchgehen von sonntagsabends bis freitagsabends unterwegs sein, wäre mir auch eine Nummer zu klein oder international fahren, dann selbstverständlich zu klein. Aber so ist das schon. Für mich in Ordnung. Ich komme damit aus. Als nächstes fragt Piero mich. Ich habe den schon mal erwähnt hier in meinen Videos. Der möchte gerne den Unterschied zwischen einem Sattelzug und einem Auflieger wissen. Also ist ganz einfach. Der Sattelzug ist der komplette Zug. Das heißt Zugmaschine mit Sattelauflieger. Und nur der Sattelauflieger ist nur die Ladeeinheit. Der sogenannte Anhänger, wie ihn gerne manche nennen, der heißt nicht Anhänger, der heißt Auflieger halt. Ne? Das ist halt so und also wie gesagt, Auflieger nur der Anhänger, der Auflieger und Zugmaschine ist die komplette Einheit mit
Zugmaschine zusammen. Nein, nicht Zugmaschine, sondern Zug. Ja. Dann hätte ich noch, der Chef freut sich bestimmt über deine Videos, schreibt Babadoc. Bis vor kurzem wusste mein Chef noch nichts davon. Also es wusste keiner bei mir auf der Firma, ich hätte das nicht breitgetreten und so. Aber mein Disponent, wie gesagt, hat mich ja rein zufällig entdeckt. Und bevor ich dann auf dem Hof ankam, hat er schon die Runde gemacht bei mir auf der Firma, das wussten alle. Und ich habe eigentlich mit viel Gelächter und viel Lästerei gerechnet, aber das Gegenteil hat sich ergeben. Es war so, dass das ganz gut angekommen ist und ich auch von meinen Arbeitskollegen viele Tipps und Ratschläge kriege, was ich denn mal so bringen könnte. Werde ich auch alles umsetzen. Nach und nach werdet ihr das eventuell auch sehen, wer so meine Arbeitskollegen sind. Und mal gucken, wie kamerascheu die sind und ob die sich darauf einlassen. Ne? Wir schauen mal. Was haben wir denn noch? Und zwar, was bedeutet in deinem Auflieger 14-46 und 46-14? Das bedeutet, weiß ich nicht. Die Auflieger sind nicht ganz neu gewesen, die waren kurz gebraucht und von anderen Speditionen in Gebrauch. Und die haben diese Aufkleber da reingeklebt. Auf dem einen Video, wo ich rückwärts an die Rampe ansetze, sieht man auch, dass ich Borkener Kennzeichen oben in der Ecke habe. Das ist auch nur das alte Kennzeichen von dem Auflieger, damit man erkennt, welcher Auflieger für was ist. Oder was auch immer. Und diese Innennummer steht auch in dem zweiten Auflieger, den wir von da haben. Also was das zu bedeuten hat, das hat bestimmt was mit der Firma zu tun, wo die die beladen haben. Kein Plan. Vielleicht kriege ich es irgendwo mal raus. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Ja, hier von Namazin. Er sagt, glaubt. Du sagtest, du hättest deinen CE-Schein selbst gezahlt. Wenn das für dich eine öffentlichkeitstaugliche Info sein sollte, wie viel war das? Also wie viel war das? Soll wahrscheinlich heißen, wie viel ich bezahlt habe. Mein Führerschein hat mich gekostet 2.100 Euro. Ich habe den vor 4 Jahren gemacht. 4 Jahre ist das jetzt her, ja. Ich hatte natürlich einen großen Vorteil. Ich habe 1996 meinen Pkw-Führerschein gemacht und habe dann angefangen, irgendwann 7,5 Tonner zu fahren. Ich bin ganz klein angefangen. Ich bin damals noch so ein Fiat Ducato mit Anhänger gefahren, habe da Kühlschränke durch die Gegend geeiert. Dann bin ich 7,5 Tonner gefahren für Schenker und was man eigentlich nicht so macht und so. Vor ein paar Jahren bin ich so beim Chef gegangen und habe ihm gesagt, von wegen, ja, hier so und so, ich hätte Interesse, einen großen Führerschein zu machen, weil den kleinen Karren und so. Ich muss dazu sagen, ich bin Fernverkehr in 7,5 Tonner gefahren mit Anhänger und zwar mit so einem Topsleeper rumlauf. Also das heißt, ich musste mal nach oben krabbeln, um zu pennen. Also ist damit auch die Frage beantwortet, ob der Actros mir nicht eine Nummer zu klein ist. Also ich bin Kleineres gewohnt. Das ist der Actros schon eine Riesennummer für mich. Ne? mal davon ab. Ja, ich habe 2.100 Euro dafür bezahlt. Ich musste diese IAK-Prüfung und so nicht machen. Zum Glück nicht. Also in der Fahrschule, wo ich war, das war so eine Bildungsstätte. Ich habe innerhalb von knapp vier Wochen einen LKW-Führerschein gemacht. Ich konnte da jeden Tag hingehen und jeden Tag Unterricht machen. Und die armen Bengels, die da saßen, die alle jünger waren wie ich und vom Arbeitsamt geschickt wurden, die mussten diese IAK-Prüfung machen, also diese Berufskraftfahrerausbildung. Die tat mir schon leid. Aber naja, ein Kollege von mir hat den auch so gemacht, der hat den auch über das Arbeitsamt gemacht, der hat ja knapp 16.000 Euro gekostet, der hat da Busball gemacht, aber das finde ich schon etwas übertrieben. Also wir haben schon jede Menge Fahrermangel und ich finde ganz gut, dass das Arbeitsamt das so macht und die Führerscheine bezahlt, aber dass man da so horrende Preise für verlangen muss, ist mir ein Rätsel. Naja, gut, hier steht von The Beer Buddies. Ob ich den Beruf eigentlich gelernt habe oder einfach nur so einen Führerschein gemacht habe. Ich habe Schlosser und Schweißer gelernt. Nach meiner Schule habe ich eine ganz normale klassische Ausbildung zum Schlosser gemacht und Schweißer angehangen. Habe die Ausbildung auch abgeschlossen, habe 2 Jahre in meinem Beruf gearbeitet und dann war das nichts mehr für mich. Ich muss dazu sagen, ich bin allerdings auch mit diesem Dieselvirus geimpft durch meinen Vater. Mein Vater war damals auch Berufskraftfahrer, Fernfahrer, ne, wie man es so nennt. Und da bin ich sehr oft mitgefahren und ich wollte schon von klein auf immer LKW fahren. Ja, und dann habe ich mir halt meinen Jugend-Kindertraum erfüllt.
Ich werde das auch machen, bis es nicht mehr geht. Also ich werde nichts anderes mehr machen. Ich habe zwischenzeitlich mal aufgehört, ja. Weil ich natürlich auch, wie jeder Fernfahrer oder fast jeder Fernfahrer, das kennt, der Beruf und Familie oder Beziehung, das funktioniert nicht immer. Da muss man schon die richtige finden. Hat bei mir auch erst nicht funktioniert. Also habe ich damit aufgehört, bin aber dann als Schweißer nicht wieder glücklich geworden und bin dann wieder zurück auf den Bock gegangen. Aber das klären wir in einer Mal. Was haben wir noch hier? Raubritter. Er schreibt, gut, dass in unserer Firma alle Fahrer noch einen Namen haben. Mit einer Nummer wird bei uns niemand angesprochen. Das ist bei uns auch nicht so. Bei uns, wir sind ein familiengeführter Betrieb. Also bei uns ist der Chef noch im Büro und Seniorchef auch. Und unsere Firma gibt es auch schon recht lange. Bei uns wird man auch mit persönlichen Namen angesprochen, auch wenn es Spitznamen sind, die meisten bei uns tragen. Zu den Namen gibt es auch irgendwann mal Gesichter. Ich werde nach und nach mal gelegentlich einfach meinen Arbeitskollegen mit auf meine Videos nehmen. Mal gucken, wie fotogen die sind und wie kamerascheu die so sind. Ich freue mich schon. Ja, das war's erstmal. Ich bin dabei, eure Videos zu schneiden hier, also mein Video zu schneiden für euch. Ich bin damit fast fertig. Ich werde das jetzt gleich nochmal nachkontrollieren, mit Musik versehen und dann hochladen. Und dann mal gucken, je nachdem, wie schnell meine Internetleitung ist. Denke ich mal so, dass so gegen 10 Uhr das neue Video online sein wird. Dann werde ich schon im Bett liegen. Ich muss nämlich um 2 Uhr wieder aufstehen und 3 Uhr losfahren, wie gesagt. Aber mein Essen wartet auf mich. Meine Frau hat mir Hackbraten gemacht mit Kartoffeln und Gemüse. Das ist, steht schon mal, glaube ich, heiß auf dem Tisch. Ich habe alle aus dem Wohnzimmer hier rausverbannt, damit mir keiner ins Bild läuft und keiner dazwischen quatscht. Die warten alle ganz gespannt auf mich, damit ich essen komme. Ich verabschiede mich für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Ist ja jetzt zu Ende schon fast. Kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und nicht vergessen, Truckaholic Germany gibt es jetzt auch bei Facebook. Also auf Facebook gehen, Truckaholic Germany oben eingeben und in die Gruppe eintreten. Sobald ich Gruppenanfragen kriege, werden auch alle angenommen. Und da können wir dann auch über den Beruf des Berufskraftfahrers sprechen, über Rastplätze, was man so halt mit uns, was uns mit unserem Beruf verbindet. Wir schauen mal. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns wieder bald. Bis morgen.